Herzlich willkommen und schönen guten Tag zu IAMAIDA Primetime Magazin. Heute ist der erste Advent und was wäre die Vorweihnachtszeit ohne Adventskranz? Bei Ihnen zu Hause schön gemütlich mit Kerzen und allem, was dazugehört. Und das haben wir ja auch. Gucken Sie mal hier. Das Programm auf unseren Schiffen ist ja richtig abwechslungsreich und von manchen Shows gibt es sogar eine Sommer- und eine Winterversion. Fabelhafte Freunde ist so ein Beispiel. Diese Geschichte über Freundschaft, die so richtig ans Herz geht. Auf AIDA Prima. Gucken Sie mal. Viel Spaß. Fabelhafte Freunde ist eine der Exklusivshows hier an Bord der AIDA Prima. Und ist unsere große Familienshow. AIDA Prima ist ein sehr familienfreundliches Schiff, weil wir ganz unterschiedliche Aktivitäten für Kinder, für Teens, für Twens, für Erwachsene haben. Und insofern wollten wir dem natürlich auch eine Show an die Seite setzen, die eine Geschichte erzählt, die man aus verschiedenen Perspektiven sehen kann und sich damit natürlich dann auch identifizieren kann. Fabelhafte Freunde auf AIDA Prima heißt natürlich auch, dadurch, dass wir ein neues Schiff haben und wir haben neue Möglichkeiten, dass wir auch versuchen, in den Exklusivshows natürlich die technischen Möglichkeiten auszuloten. Und zwar so, dass sie nicht unbedingt sehen, was dort hinter der Bühne passiert, aber wir sie eben mit der einen oder anderen Sache überraschen. Da zum Beispiel, dass sich eine Eisprinzessin auf ihrem Eisteich dann auch noch selber drehen kann und natürlich sehr fantasievolle Kostüme, die die eine Überraschung auch in sich birgen. Die Drehbuchautorin und Schriftstellerin Elisabeth Herrmann war an Bord. Sie hat vorgelesen und das sind ganz, ganz spannende, ganz, ganz wunderbare Momente. Gucken Sie mal her. Ich öffne sie und ich sehe Asche. Das Schwierigste am Schreiben ist tatsächlich, sich die Geschichte auszudenken. Also sie einmal von A bis Z durchzudenken. Das Schönste ist, wenn es still wird. Also wenn man so das Gefühl hat, jetzt sind sie drin, jetzt habe ich sie gepackt. Und das ist für mich ein ganz, ganz tolles Gefühl, wenn ich merke, ich packe die Menschen, sie sind drin in der Geschichte, sie sind ja Teil davon. Und wenn es zu Ende ist, sie tauchen richtig auf und sagen, oh, das ist aber viel zu schnell vorbeigegangen. Riss mich am Bademantel Revier hoch, spuckte mich an und schrie irgendwelche Worte, die ich nicht verstand. Der Tonfall aber war eindeutig. Ich habe mich entschieden, auf der AIDA aus meinen Büchern zu lesen, weil ich glaube, und da bin ich jetzt ein bisschen hinterhältig und egoistisch, ich glaube, dass meine Leser hier sind. Und ich liebe meine Leser, aber ich brauche das. Ich brauche das nach Monaten, die ich am Schreibtisch gesessen habe, mit den Menschen zusammenzukommen, für die ich schreibe und für die ich arbeite. Das Warten, flüsterte er und sah mich an mit seinen dunklen Augen, aus denen alle Angst gewichen war. Also es ist eine so, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, es ist so eine gute Stimmung hier. Ich werde auch so oft angesprochen, ob es im Fahrstuhl ist oder im Restaurant und auf eine ganz unglaublich nette Art und Weise. 100 Mal am Tag. Und wenn sich durch Zufall wirklich eine bestätigt, heißt es gleich, ich habe es geahnt. Und so ein 450-Seiten-Teil, das fällt einem nicht wie ein Ziegelstein auf den Kopf. Das muss geschrieben werden. Und da bin ich im Moment dran und war auch sehr froh, dass ich auch diese 10 Tage jetzt an Bord der AIDA hatte. Weil ich wusste, ich habe da immer zwischendurch auch Zeit, um mich mal in aller Ruhe zurückzuziehen und ein bisschen konzentriert auch arbeiten zu können. Sie kann uns schützen. Sie beginnt mit einem unangenehmen Kribbeln im Bauch und endet irgendwo weit jenseits der Panik. Manchmal kommt sie schlagartig. Reisen gibt mir immer Inspirationen. Also Reisen ist für mich sowieso, glaube ich, der Sinn des Daseins. Also dass wir überhaupt auf der Welt sind, das gehört einfach unheimlich dazu. Es fällt mir wirklich schwer, mal so ganz ruhig zu sein. Aber für die AIDA Entertainment Mannequin Challenge mache ich das jetzt. Und die Kollegen auf AIDA Prima waren noch viel besser. Bitte schön.
Und wenn Sie jetzt lieber in die Sonne wollen und haben so richtig Lust auf einen Urlaub, dann gucken Sie mal unter www.aida.de oder gehen Sie in ein Reisebüro und lassen sich dort beraten. Viel Spaß mit der Verlockung der Woche. Wir starten in Santo Domingo und fahren zuerst nach Cartagena und Colón. Danach machen wir Halt in Puerto Limón und Grand Cayman. Weiter geht es nach Montego Bay und Samana. Als nächstes fahren wir nach Tortola und St. Martin. Wir besuchen noch Antigua und erreichen den Ausgangspunkt unserer Reise, Santo Domingo. Wenn ein General Manager aus Österreich und ein Entertainment Manager aus Hamburg in Dubai skilaufen, das klingt nach einer richtigen Competition. Für mich ist Skifahren überhaupt nichts, ich bleib beim Curling. Liebe Gäste, die Challenge heißt, der Österreicher bringt dem Hamburger Jungen das Skifahren bei. Und das ist natürlich prädestiniert, wenn wir das hier schon mal in Dubai machen können, bei 35 Grad. Und deswegen würde ich sagen, auf in die Skihalle. Los geht's. Scheren, toi, toi, toi. Ja, ich Hals- und Beinbruch, sagt meine Mutti immer. Los geht's. So. Arme nach vorne, genau. Locker, locker bleiben, locker. Kann ich nicht, ey. Ich hab jetzt schon eine Hose. Kollege, du musst deine Skischuhe zumachen. Er genießt das, er genießt das. Ausgeschaut, deine Crash. Ja, schön, dass du Spaß hattest, ich nicht. Ja. Ich mach mal Pause, ich erhole mich mal, ne? Tschüss. Ciao, schlaf gut. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen wunderbaren ersten Advent. Ich mache hier gleich die Kerzen an und Sie gucken sich die schönsten Bilder von unseren Schiffen an. Viel Spaß.